Es ist ein Krieg gegen Putin und die Schlagzeile lautet Brandstifter, wer stoppt die NATO? Denn darum geht es. Also es wird ein Krieg vorbereitet, es werden NATO-Truppen an die Ostgrenze des Bündnisses verlegt, wir haben die amerikanischen Kriegsschiffe im Mittelmeer, wir haben amerikanische Büchsenspanner, die in der Ostukraine zum Beispiel eingreifen wollen. Die Zielrichtung ist gar nicht die Ukraine, sondern Ukraine ist nur der Startpunkt der Aggression gewesen und im Grunde geht es um Russland, also um das alte Ziel sozusagen der Zerstörung dieser eurasischen Landmasse, damit man sie unter amerikanische Kontrolle bekommen kann. Und in der Situation sage ich ganz klar, jeder anständige Deutsche hat die verdammte Pflicht, der Kriegshetze gegen Russland zu widersprechen und zu widerstehen. Ja, schauen wir uns doch noch mal die Ereignisse der letzten Wochen an. Es gab ja auch viele Veröffentlichungen seitens der Anonymous-Bewegung, zum Beispiel die E-Mails von Wladimir Klitschko mit dem litauischen Präsidenten wurden veröffentlicht. Da gab es bis heute auch ja kein Dementi von Klitschko. Es gab diese E-Mails, wo Klitschko gesagt hat, im Januar schon, Janukowitsch hält sich sehr zurück, jetzt müssen wir eskalieren, wir brauchen Geld. Ja, die E-Mails haben wir in der Ausgabe veröffentlicht, von Anonymous gehackt. Es gab den Versuch von Gerhard Wisniewski, dem Sachbuchautor bei Klitschko nachzufragen, aber von Klitschko kam keine Antwort. Ja, aber Fakt ist eben, diese Proteste gegen Janukowitsch, der tatsächlich ein Kleptokrat ist, die waren natürlich berechtigt, aber die Eskalation zum Putsch, das war eine gezielte westliche Strategie und die amerikanische Europabeauftragte Nuland hat ja auch gesagt, wir haben 5 Milliarden Dollar in die Sache investiert und ab einem bestimmten Zeitpunkt traten einfach bewaffnete Kräfte in Aktion. Ich habe die Chronologie des Putsches nachgezeichnet in einem längeren Aufsatz. Und wir haben Mitte Februar eine Beruhigung der Situation in Kiew. Ja, ich habe aus der Tagesschau zitiert, was gesagt worden ist, Mitte Februar. Es war der Beginn einer Deeskalation. Die Regierung hat die letzten von 300 festgenommenen Demonstranten freigelassen. Die Demonstranten haben das besetzte Rathaus geräumt. Alles sah gut aus. In den deutschen Nachrichten war Edda Tief viel wichtiger oder die Linkspartei oder irgendwelche innenpolitische Kram war viel wichtiger als die Ukraine. Aber innerhalb von einer Woche hat sich dann die Lage so zugespitzt, dass Janukowitsch gestürzt wurde. Und vielleicht der wichtigste Tag in dieser Chronologie des Putsches, die ich angelegt habe, ist der 20. Februar, als die Scharfschützen in Aktion treten. Und das war genau der Tag, als Steinmeier in Kiew angekommen ist mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen. Und Steinmeier wollte sozusagen einen Vermittlungsversuch starten mit dem Hintergrund einer langsamen Machtübergabe oder eines Machtkompromisses. Das heißt, Janukowitsch muss sofort zustimmen, eine neue Regierung zu bilden unter Einschluss der Opposition. Und er musste zustimmen, dass der Präsident, also er selber, im Laufe des Jahres neu gewählt wird. Er hätte die Wahl verloren. Dem allem hat Janukowitsch zugestimmt, Steinmeier hat es vermittelt. Aber dann treten die Scharfschützen in Aktion und schießen an diesem 20. Februar sage und schreibe 70 Leute tot. Und das hat natürlich diesen Kompromiss sozusagen zerschossen. Und dann waren die Leidenschaften nicht mehr zu bremsen. Und die entscheidende Frage ist eben, woher kommen diese Scharfschützen? Und da haben wir auch nochmal dokumentiert im Heft dieses wichtige Telefonat des lettischen Außenministers Paet mit Frau Ashton, also der EU-Außenbeauftragte, wo er eben gesagt hat, auch mit Verweis auf eine Medizinerin auf dem Maidan, wir haben hier die identische Munition, die identischen Schusskanäle, Schussverletzungen. Ich gehe davon aus, also die Medizinerin, wir haben getötete Polizisten und getötete Demonstranten, die von denselben Scharfschützen erschossen wurden. Und sehr interessant ist auch die Aussage jetzt des neuen Putsch-Innenministers, der nachdem Janukowitsch geflohen war und diese blutigen Ereignisse untersucht wurden oder jedenfalls die Untersuchung begann, da hat er gesagt, diese Scharfschützen waren keine Ukrainer, sondern es war eine ausländische Macht. Wobei der Putsch-Innenminister damit den Blick nach Russland richten wollte, als ob sozusagen der KGB oder der FSB die Scharfschützen gewesen wären. Aber welchen Grund sollte Putin haben,
Scharfschützen einzusetzen, um Janukowitsch, der im Vergleich zur Opposition relativ russlandfreundlich war, umzubringen oder von der Macht wegzubringen und die Leidenschaften so anzustacheln, dass es nicht zu dem Steinmeier-Kompromiss kam. Also es macht keinen Sinn, mit dem Finger auf Russland zu zeigen, sondern diese ausländische Macht war natürlich eine westliche Macht. Und wir haben zahlreiche Berichte, auch aus der seriösen Presse, aus der FAZ, aus der Neuen Zürcher Zeitung, aufgeführt, wo berichtet wurde etwa von Amerikanern, auch Deutschen und von einer Zionistenbrigade auf dem Maidan, das heißt jüdische Kämpfer mit israelischer Armeeausbildung, die sich als Stoßtruppe sozusagen unter die friedlichen Demonstranten gemengt haben. Ja. Und das waren diese ausländischen Faktoren, die jeden Vermittlungsversuch torpediert haben. Und dann kam es eben zum Sturz von Janukowitsch. Der konnte sich nicht mehr halten, der musste fliehen. Und dann wurde er formell vom Parlament abgesetzt und eine neue Regierung gewählt. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war ja schon die alte Verfassung wieder in Kraft und die sieht ja eigentlich eine Dreiviertelmehrheit bei so einer Abstimmung vor. Ganz genau. Aber die wurde nicht erreicht. Ganz genau. Ganz genau. Und deswegen muss man von Putsch reden. Also das Parlament hat ja dann am 21. Februar, also am Tag nach dem Scharfschützenvorfall mit den 70 Toten, hat das Parlament die alte Verfassung von 2004 wieder in Kraft gesetzt. Und aufgrund dieser alten Verfassung wäre eine Dreiviertelmehrheit zur Absetzung des Präsidenten notwendig gewesen. Aber diese Dreiviertelmehrheit wurde nicht erreicht. Das heißt, die Absetzung des Janukowitsch, des alten Präsidenten, ist nicht verfassungsgemäß und damit ist der Vorgang nicht legal und nicht legitim. Und wir haben es mit der Putschregierung zu tun. Und das Bezeichnende ist jetzt, was die deutschen Medien angeht, die ja gleichgeschaltet agieren, als ob Goebbels noch im Amt wäre als Propagandaminister, aber die brauchen heute gar keinen Goebbels mehr. Die deutsche Presse gibt zu, dass Putin recht hat, wenn er sagt, es war ein illegaler Vorgang, es war ein Putsch und Janukowitsch ist de jure eigentlich immer noch im Amt. Aber sie setzen dieses Putin hat juristisch recht in Anführungszeichen. Und das ist genau, ich habe jetzt den Spiegel zitiert, das ist genau dieser Rechtsnihilismus, wo man sagt, juristische Argumente spielen keine Rolle, das gilt nur in Anführungszeichen und ansonsten wird dann die neue Regierung, obwohl sie illegal ist, anerkannt. Und reden wir nicht über die Typen, die in der Regierung drin sind. Wir haben ja dieses Gruselkabinett vorgestellt, auch dazu gibt es einen Artikel. Ich meine, der eine ist ein Oligarch, einer der schlimmsten Oligarchen der Ukraine, ja, die neue Regierung wollte ja alles anders machen. Die wollte ja weg von dieser Kleptokratie. Aber sie haben einen Oligarchen zum Gouverneur gemacht, der selbst die schlimmsten russischen Oligarchen, die es ja auch gibt, in seinen Geschäftsbeziehungen oder was sich so nennt, über den Tisch gezogen hat. Ja. Und wir haben eben diese Rechtsradikalen aus dem Bereich Svoboda und rechter Sektor, wo hierzulande ist er bezeichnend, ja, Steinmeier und seine Partei, die SPD, wollen die NPD verbieten, aber die Bruderpartei der NPD in der Ukraine ist Svoboda. Und nach dem, was die Svoboda sagt, ihr Vorsitzender, Gysi hat das Zitat gebracht aus dem Jahr 2004, wo er aufruft, Russen, Juden, Deutsche, Polen und andere Untermenschen zu liquidieren. Also dagegen ist die NPD ein Hasenzüchterverein. Aber diese Svoboda ist jetzt da an der Macht und der rechte Sektor ist die bestimmende Macht auf der Straße. Und wenn ein Fernsehdirektor irgendeinen russischen Film wagt zu spielen, dann stürmen Abgeordnete der Svoboda, wir haben ja das Video gesehen auf YouTube, stürmen Fernsehsender rein und verprügeln den Direktor und zwingen ihn, den Fernsehdirektor, seine Absetzungsurkunde zu unterschreiben. Ich meine, das sind wirklich Zustände wie in Deutschland nach 1933. Aber trotzdem, die EU, die NATO erkennen die Regierung an und wollen von den Russen verlangen, dass sie mit denen verhandeln. Ich meine, das ist ja wirklich das Verrückteste, was ich in meinem ganzen politischen Leben erlebt habe. Ja. Also man hat ein Auge zugedrückt, die Dreiviertelmehrheit wurde nicht ganz erreicht, aber Janukowitsch war auf der Flucht und es ist sicherlich auch nicht schlimm für die Ukraine, dass Janukowitsch nicht mehr da ist. Wir haben festgehalten, die neue Regierung ist auf jeden Fall nicht besser, aber wir verhandeln mit denen, weil sie sozusagen
pro-europäisch sind? Ich meine, der Janukowitsch ist ein Kleptokrat und ein Gauner und der hat seiner Familie da Reichtümer zugeschanzt ohne Ende. Aber wer ist denn bei den Neuen dabei? Da haben wir Julia Timoschenko. Ich meine, die Frau hat innerhalb von 2 Jahren 45 Milliarden an Vermögen aufgehäuft in der Ukraine, wo einer mit Recht gesagt hat, um das legal machen zu können, hätte sie das iPhone erfinden müssen. Aber sie hat nicht das iPhone erfunden. Sie hat es zusammengeraubt und jetzt will sie wieder Präsidentin werden und wird mittlerweile in der Charité in Berlin gepflegt. Und natürlich laufen da die Gespräche auch mit der deutschen Regierung, ist doch klar. Ja, jetzt kommen wir mal zu Putin. Er hat, wenn man nach unseren Medien geht, sich die Krim einverleibt. Was steckt denn aus russischer Sicht und historisch überhaupt dahinter? Warum hat Putin das gemacht? Also zunächst muss man sagen, wenn ein NATO-Politiker oder die Wurmfortsätze von NATO-Politikern in den deutschen Medien Putin Völkerrechtsbruch vorwerfen, dann kann ich nur sagen, den Leuten muss man antworten, shut the fuck up, halt's Maul, du Heuchler. Ja, denn wenn im Westen von Völkerrecht oder Menschenrechten geredet wird, dann geht es in aller Regel um Schürfrechte. Ja, also man will doch nicht, das ist doch immer ein Rauchvorhang, ja, dazu braucht man nur Hauptschulabschluss, um diese Sprechblasen zu durchblicken. Ja. Reden wir doch über das Völkerrecht. Wer ist denn gegen das Völkerrecht im Irak eingefallen 2003? Wer hat denn Jugoslawien bombardiert 1999? Wer hat eine UNO-Resolution 2011 im Falle Libyen so verfälscht, dass daraus ein Angriffsvorwand, ein Bombardierungsvorwand gemacht worden ist? Wer mischt sich denn in Syrien ein und rüstet da diese islamistischen Kopfabschneider mit Waffen auf? Wer hat Uranmunition am Hindukusch und auf dem Balkan abgeworfen, wo die Krebsrate der befreiten Bevölkerung in traumatische Höhen steigt? Das war doch immer die NATO. Ja? Und jetzt kommen die mit dem Völkerrecht, das ist doch lächerlich. Ja? Und dann wird gesagt, ja, in der Krim, das war nicht in Ordnung, aber es wird natürlich darüber hinweggegangen, dass vor der Krim war Kiew und waren die Ereignisse, über die wir gerade gesprochen haben, also wo der Westen einfach die militantesten und rabiatesten Teile der Opposition flankiert, ausgerüstet und ins Amt gebracht hat. Also da muss man doch Reaktion und Folge sehen, ja. Und wir haben einfach seit dem Beginn der sogenannten neuen Weltordnung die Situation, dass sich Russland immer an die Prinzipien der UNO-Charta gehalten hat und die USA und in der Folge auch die NATO sich nicht daran gehalten haben. Also es ist eine Situation wie im Boxkampf, wo der eine Boxer kämpft fair und der andere Boxer hat ein Hufeisen im Handschuh. Und irgendwann hat jetzt Putin gesagt, also bevor sie uns jetzt direkt in einer Minute Flugentfernung von Moskau entfernt, Raketen in die Ukraine bringen, was ja das westliche Ziel ist. Es geht ja nicht darum, nur die EU-Assoziierung der Ukraine, sondern es geht ja darum, hier NATO hinzubringen. In dieser unmittelbaren Bedrohung für Russland hat Putin gesagt, okay, jetzt ist mal Schluss. Und das Interessante ist nun, dass er nicht militärisch reagiert hat, sondern dass er sozusagen den Ball Demokratie, den immer der Westen gespielt hat, aufgreift und ins gegnerische Tor schießt und sagt, das machen wir mal Demokratie, jetzt lassen wir mal abstimmen. Und das Verhältnis 97% auf der Krim ist ziemlich eindeutig. Und selbst wenn es nur 90% gewesen wären, wäre es auch noch eindeutig. Ja? Also solche Mehrheiten hat der Westen im Falle Kosovo nie organisiert. Wer will mir plausibel machen, warum sich der Westen erlaubt hat, Jugoslawien in verschiedene Teile aufzuspalten, in neue Staaten, in neue Ministaaten. Aber die Ukraine muss zusammenbleiben. Wie passt zusammen, dass man sagt, die autonome Provinz Kosovo darf ein eigener Staat werden, nachdem die NATO dieses Vorhaben durch ein 78-tägiges Bombardement befördert hat, aber die autonome Krim darf nicht ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen. Das passt doch nicht zusammen. Und das wirklich Interessante ist, man kann diskutieren, ob Putin völkerrechtswidrig vorgegangen ist, im Stile der NATO bisher, das kann man durchaus diskutieren. Aber das Wichtige ist, dass er das
Selbstbestimmungsrecht der Völker zu Recht in Anspruch nimmt und damit durchaus ein neues Kapitel in der internationalen Politik aufschlägt. Denn nach 1945, mit Bildung der UNO, hat man eigentlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker zwar auf dem Papier noch stehen gehabt, aber hat eigentlich die Integrität der Staaten höher gestellt. Das war auch die bisherige sowjetische und im Anschluss die russische Politik nach 1990. Aber nun sagt Putin, Selbstbestimmungsrecht, das muss wieder im Mittelpunkt stehen und nicht nur eine Sprechblase werden. Das ist eine bedeutende Änderung der russischen Außenpolitik, aber es ist eine Änderung im Hinblick auf Demokratie und Selbstbestimmung. Und ich glaube, wenn er das ernst meint, dann ist es für ganz Europa eine interessante Sache. Wir hatten ja jetzt das Referendum in Venedig, was keinen bindenden Charakter hat, aber wo die große Mehrheit der Venezianer gesagt hat, wir wollen eigentlich raus aus Italien. Wir haben im Herbst das Referendum in Schottland. Also wir haben die Tendenzen im Baskenland. Wir haben in ganz Europa eigentlich Minderheiten, die sich am putinschen Beispiel jetzt orientieren könnten. Und das kann eine Veränderung reinbringen. Da geht es nicht um militärische Konfrontation, aber das kann eine Veränderung reinbringen, die uns allen förderlich ist. Und es ist sehr interessant, dass Putin so mutig ist, diese Karte jetzt zu spielen. Ja, militärische Konfrontation ist dennoch ein mögliches Szenario. Es wird ja nicht gerade deeskalierend agiert. Von der Leyen fordert jetzt, die NATO-Ostgrenzen militärisch zu stärken, was ja natürlich noch mehr Öl ins Feuer gießt. Und Putin wird ja jetzt auch unterstellt, die Krim reicht ihm nicht, jetzt will er noch mehr von der Ukraine. Wie ist denn das zu bewerten? Ja, die von der Leyen ist natürlich eine ganz verrückte Tussi, ja, mit ihrem pinkfarbenen Kostüm nach Afrika zu fliegen und sich mit den Soldaten ablichten zu lassen, als ob da jetzt der Feminismus ausgebrochen ist, aber gepaart mit Militarismus. Also diese Mischung ist wahrscheinlich das Allerschlimmste, dass irgendwelche Chicken Hawks, das heißt Leute, die vom Militär keine Ahnung haben wie von der Leyen, die geben jetzt die kältesten Krieger. Also das wissen wir auch aus der amerikanischen Politik. Jemand, der gedient hat, jemand, der militärische Ausbildung hat, der ist immer beim Einsatz von militärischer Gewalt zurückhaltender als diese verrückten Zivilisten und Feministinnen. Ja? Putin will nicht eingreifen, meines Erachtens, in der Ostukraine, aber er beobachtet die Situation genau. Und wenn diese verrückten Extremisten in Kiew beginnen würden, die russische Bevölkerung, die ja die Mehrheit stellt in der Ostukraine, jetzt mit Spezialkräften zu drangsalieren. Und ich erinnere daran, die Putschregierung hat am zweiten Tag der Machtübernahme schon gesagt, die russische Sprache soll verboten werden. Wenn sowas passiert, also wenn Kiew ein Blutbad in Donetsk oder in Charkow anrichtet, dann könnte Putin sagen, also so geht's nicht. Wir schützen jetzt diese dortigen Bevölkerungsmehrheiten. Aber wir wollen nicht hoffen, dass es so weit kommt. Aber es gibt eben diese unkontrollierbaren, wirklich faschistischen Kräfte in der ukrainischen Regierung. Jetzt hat Julia Timoschenko Ende Februar gesagt, die Ukraine würde bald der EU beitreten. In Wahrheit ist das natürlich völlig absurd, weil das gar nicht in ihrer Kompetenz liegt, dies zu entscheiden. Aber es gab ja missverständliche Versprechungen seitens der EU. Wie steht denn das wirklich? Ist man überhaupt gewillt, dieses Land in die EU aufzunehmen? Ach was, da wurde von der EU von Anfang an ein doppeltes Spiel getrieben. Also dazu haben wir auch einen Aufsatz drin von Viktor Timoschenko, einem ukrainischen Autor, der gesagt hat, dieses Programm östliche Partnerschaft der EU, wo es dann um die Assoziierung verschiedener Randstaaten zwischen der EU und Russland geht, wurde von Anfang an mit dem Ziel aufgelegt, diese Staaten keinesfalls in die EU zu lassen. Aber als dann die Leute auf dem Maidan standen, da hat man von der EU suggeriert, dass alles drin sei. Also sowieso Reisefreiheit am ersten Zeitpunkt und dann europäische Rechtsverhältnisse und europäischer Wirtschaftsaufschwung auch in der Ukraine, obwohl die gar kein Geld geben wollten, die EU von Anfang an. Geschweige denn eine Mitgliedschaft zulassen. Und auch jetzt, als die verrückte Timoschenko das gesagt hat, hat ja kein EU-Politiker widersprochen und gesagt, Moment mal, liebe Julia, dazu sind wir nicht bereit. Sondern die Ukrainer werden betrogen,
indem man ihnen einen Wurstzipfel vor der Nase hin und her schwenkt. Er heißt Europäische Union und damit werden die Leute kirre gemacht und auf die Straße gehetzt. Selbst jetzt, die EU hat jetzt gesagt, jetzt wollen sie 11 Milliarden geben. Auch das ist meines Erachtens eine Illusion oder eine Propagandaformulierung. Die wissen gar nicht, wem sie diese 11 Milliarden in Kiew geben sollen. Das sind ja völlig amorphe Strukturen, ja, die, wenn jeder Euro, der da reingegeben wird, der versickert sofort in den neuen, ebenso korrupten Seilschaften, wie die alten korrupt waren. Jetzt ist natürlich das, was in der Ukraine passiert ist, jetzt auch kein neues Szenario. Kompakt hat eine Übersicht zusammengestellt über die Revolutionen der letzten Jahre, die Schauplätze gekaufter Umstürze unter den Titeln Jasmin-Revolution, Rosen-Revolution, Zetern-Revolution, Grüne Revolution, Orange Revolution, was es da nicht alles gibt. Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken. Ja? Das war mit viel Geld finanziert, aber es hat ja nicht Demokratie in die Länder gebracht. Weder Ukraine 2004 noch Georgien noch später Ägypten 2011, das war ja alles vom Westen, vor allem vom Milliardär Soros, getriggert mit sehr viel Geld. Und wir zeichnen in dem Artikel nach, wie da praktisch Revolutionskader in Serbien zunächst ausgebildet worden sind, beim Sturz gegen Milosevic. Und diese Revolutionskader, die sprechen ja heute ganz offen darüber, wir haben die Zitate im Heft, wie sie dann an die anderen Standorte Kiew, Tiflis, Kairo, Tunis gebracht worden sind, um auch dort junge Leute mit amerikanischem Geld auszubilden und zu schulen. Und Ähnliches erleben wir ja gerade auch in Venezuela. Das ist ja genau derselben Fall. Ja? Das heißt, der Westen spielt hier Revolution und das Ergebnis ist überall Chaos. Ja. Es gibt ein interessantes Interview in der aktuellen Ausgabe unter der Frage, kann Deutschland in einer internationalen Krise seine Interessen verteidigen? Diese Frage stellte Kompakt dem ehemaligen Berater von Willy Brandt, Egon Bahr. Was hat er denn dazu gesagt? Ja, wir haben das Interview mit Bahr natürlich schon länger geplant, aber das trifft jetzt natürlich sehr gut in die Ukraine-Krise rein, weil Bahr war der Architekt der Ostpolitik von Willy Brandt, also im Grunde war es der wichtigste Berater von ihm und der persönlichste Freund vom damaligen Kanzler. Und er hat immer versucht, sozusagen ohne jetzt die NATO-Bindung anzugreifen, die Westbindung, Lockerungsübungen durchzuführen, indem man Kontakte mit Moskau verbessert, damals die Sowjetunion noch. Ja. Und er sagt jetzt ganz deutlich, diese Politik muss weitergeführt werden. Er sagt, wir brauchen die USA, aber wir brauchen auch Russland. Und in dem Sinne ist er eine Stimme auch der Vernunft in diesem ganzen Hexenkessel der Vorkriegsstimmung, die im Augenblick erzeugt wird. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, der Wirtschaftskrieg, der jetzt schon begonnen hat mit den Sanktionen und der militärische Krieg, der am Horizont aufscheint gegen Russland, richtet sich indirekt auch gegen Deutschland. Und deswegen habe ich in meinem Editorial ja auch gesagt, nicht aus russischem Interesse, sondern aus deutschem Interesse müssen wir gegen diese Konfrontationspolitik aufstehen. Wir haben sehr gute Wirtschaftsbeziehungen zu Russland. Wir haben 400.000 Arbeitsplätze in Deutschland, die an Russland hängen. Für VW ist Russland die größte Boomregion. Für den Maschinenbau ist Russland der viertwichtigste Exportmarkt. Siemens baut dort eine Art Transrapid. Also wir bekommen Öl und Gas von dort. Ein Drittel bis 40% unserer Energieimporte kommen aus Russland. Wenn jetzt Deutschland zur Sanktionspolitik gezwungen wird oder die Kanzlerin aus Nichtbefolgung ihres Amtseids Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, sich von den Amerikanern zu einer Sanktionsspirale zwingen lässt, das schadet uns, das schadet unserer Wirtschaft. Ja? Also hier wird ein guter Geschäftspartner ein guter deutscher Geschäftspartner soll kaputtgeschossen werden. So haben es die Amis ja schon beim Irak gemacht, das war auch ein guter Kunde. Haben sie es bei Libyen gemacht. Dieses Resultat haben die Sanktionen gegen den Iran. Es geht alles auch gegen Deutschland. Ja? Und da muss man einfach sagen, wo ist das deutsche Interesse? Das deutsche Interesse ist in guten Beziehungen auch zu Russland.
Und für diese Politik steht eben Egon Bahr. Ja, und dass man ja eigentlich hinter den Kulissen auch ganz genau weiß, dass er damit recht hat, machen ja auch die Sanktionen gegen Russland, die jetzt verhängt wurden, deutlich. Die sind ja lächerlich. Und zwar so lächerlich, dass man sich in der Duma darüber lustig macht. Ja, ja, natürlich. Das ist natürlich ein idiotisch, was da im Augenblick auf den Tisch gelegt worden ist. Das sind Muskelspiele, die Russland nicht treffen, vielleicht eher sogar den Westen treffen. Aber man bereitet schon im Hintergrund die nächste Runde der Eskalation und der Sanktionen vor. Also wenn ich etwa Politiker sehe, deutsche Medien sehe, im Spiegel stand im Ernst drin die Formulierung, drehen wir den Russen das Gas ab. Als ob Gazprom unterm Stadion von Schalke 04 das Gas rausholt und wir Russland beliefern würden. Sagen die, wir sollen denen das Gas abdrehen. Gemeint ist natürlich, wir sollen denen den Gashahn zudrehen, damit wir von denen nichts mehr bekommen. Ja, und dann, dahinter lauert natürlich das amerikanische Angebot, dass wir dann die ausfallenden russischen Lieferungen durch amerikanisches Fracking ersetzen oder durch Lieferungen von British Petroleum oder Exxon aus irgendwelchen nahöstlichen Krisenzonen. Das heißt, die wollen, dass wir von Russland uns abkoppeln und nur noch auf westliche Lieferungen setzen, die dann natürlich auch teurer sind. Und unsere Strompreise sind ja eh gestiegen aufgrund dieser schönen Energiewende. Und jetzt wollen sie dieses Harakiri mit den deutsch-russischen Wirtschafts- und Energiebeziehungen machen. Das ist alles eine völlig idiotische Politik. Aber diese idiotische Politik kann zu sehr ernsten Konsequenzen führen. Jetzt blicken wir die ganze Zeit auf die Ukraine und Russland und vergessen dann nebenbei, was sonst noch in der Welt passiert. Zum Beispiel ist es auch sehr interessant, was in Venezuela gerade wieder passiert. Ja. Hugo Chavez ist verstorben, ihn gibt es nicht mehr. Man hat ihn versucht 2002 zu putschen, auf ganz ähnliche Weise, wie es jetzt in der Ukraine passiert ist. Ja. Damals ist es nicht gelungen. Ja. Jetzt der neue Präsident Nicolas Maduro sieht sich wieder diesem Szenario ausgesetzt. Ja. Aber es geht auch darum, es geht auch in dem Fall nicht darum, jetzt die gegenwärtige Regierung in Nicaragua zu idealisieren. Natürlich haben die Fehler gemacht und Maduro ist nicht so charismatisch und nicht so gut im Volk verankert, wie es Chavez gewesen ist. Aber der Kern der Probleme und der Motor der Eskalation ist nicht im Inland, sondern im Ausland. Das wird von den USA angetrieben. Und wir haben ja eine Gleichzeitigkeit von Offensiven an drei Standorten. Wir haben die ukrainische Offensive, die jetzt bis an die Schwelle des Dritten Weltkrieges führen kann. Wir haben die Offensive der amerikanischen Revolutionäre in Venezuela, wo eine gewählte Regierung auch weggeputscht werden soll. Und wir haben den Revolutionsschauplatz in Thailand, wo ebenfalls eine Orientierung, eine Regierung, die relativ am Volk orientiert ist, durch oligarchische, reiche, finanzkapitalistische Kräfte weggeputscht werden soll. Also das ist schon eine sehr besorgniserregende Entwicklung, die in der Gesamtschau aufzeigt, wer hier eigentlich der Aggressor ist, global. Aber ich wollte noch mal zu einer interessanten Sache in dem Interview mit Egon Bahr zurückkommen, weil wir kamen auch im Gespräch auf diese sogenannte Kanzlerakte. Also es ist ja im Internet eine breite Diskussion, sind deutsche Kanzler überhaupt souverän oder sind sie gebunden durch Verpflichtungserklärungen gegenüber den westalliierten Siegermächten, die bis Ende der 40er Jahre, also bis zur Gründung des Weststaates zurückreichen. Und zu diesem Thema habe ich Egon Bahr für Kompakt befragt. Und er ist natürlich ein sehr guter Zeitzeuge, weil er kennt die Kanzlerakte. Er war dabei, als amerikanische und britische und französische Beauftragte dem neu gewählten Bundeskanzler Willy Brandt 1989 diese Verpflichtungserklärung vorgelegt haben. Und Brandt wollte zunächst nicht unterschreiben. Er fand es empörend, dass die deutsche Souveränität so eingeschränkt ist. Aber seine Berater, unter anderem auch Egon Bahr, mussten ihn darauf hinweisen, hoppla, die vorgehenden Bundeskanzler Adenauer, Kiesinger haben auch unterschrieben. Und dann hat eben Willy Brandt das Ding auch abgezeichnet, aber nie mehr davon gesprochen.
Und Bar geht jetzt davon aus, dass auch die nachfolgenden Kanzler, das heißt Helmut Schmidt und Helmut Kohl, mit der Sache befasst waren. Wobei er nun behauptet, mit dem 2+4-Vertrag 1990, also mit der deutschen Wiedervereinigung, seien diese alliierten Vorbehaltsrechte erloschen. Und das ist seine Position, die muss man erstmal so hinnehmen. Also er ist ein wichtiger Zeitzeuge, ja. Aber allein was er über die Geschichte des Weststaates der Bundesrepublik vor der Wiedervereinigung sagt, dass er diesen Vorgang Kanzlerakte bestätigt, ist eigentlich schon ein Hammer, ja. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir ihn zum Interview bekommen konnten. Wenn es um Kritik am Imperialismus oder auch an der Spionage, die jetzt sehr weit verbreitet ist, geht, bezieht sich diese Kritik hauptsächlich gegen die USA und gegen alle möglichen, nur selten gegen England, wo die Kritik eigentlich viel schärfer sein müsste. Das war auch Anlass des Dossiers, was sich im weitesten Sinne damit beschäftigt, nämlich mal einen Blick in die englische Historie zu werfen. Ja, also Anlass dieses Dossiers ist der 450. Geburtstag von Shakespeare. Aber dieser Anlass wird eben genutzt, nicht nur Shakespeares gigantische künstlerische Leistung zu würdigen, sondern auch einen Blick zu werfen auf die Zeit, in der er groß geworden ist als Schriftsteller, als Klassiker. Und das war eben die Zeit der Entstehung des britischen Weltreiches unter Königin Elisabeth I. Und es ist tatsächlich eigentümlich in der Debatte, nicht nur in Deutschland, wir reden über den US-Imperialismus. Manche reden auch, weil sie nicht aus der Vergangenheit rauskommen, immer noch über den deutschen Imperialismus, was meines Erachtens eher ein Attrappen-Imperialismus ist. Andere reden jetzt über den russischen Imperialismus, meinetwegen. Aber der britische Imperialismus, der segelt unterm Radar. Obwohl wir doch seit Snowden wissen, dass die Abhörleistungen des britischen Geheimdienstes, jetzt mal rein mengenmäßig, und auch von der Qualität der Überwachung wichtiger sind, bedeutender sind als die Abhörleistungen der NSA. Ja, und bestimmte Aufgaben, die der NSA verboten sind, zum Beispiel Spionage, Abhören von US-Bürgern im Inland, die gibt dann die NSA an den britischen Geheimdienst. Ja. Und da haben wir einfach einen Blick geworfen auf die Entstehungsbedingungen dieses Empire, zur Lebenszeit von William Shakespeare. Und da könnte man jetzt stundenlang drüber sprechen, auch über die Entstehung des britischen Geheimdienstes damals zu der Zeit, über die Rolle des englischen Geheimdienstes, damals ja eher als Hausmacht sozusagen, beim Kampf von Elisabeth I. mit Maria Stuart, die Rolle des britischen Geheimdienstes und erster False Flag Operations bei der Festigung der Macht von Elisabeth, bei der Ausschaltung der katholischen Konkurrenz und so weiter. Aber das soll man im Heft nachlesen. Ja, also besorgen Sie sich die aktuelle Kompaktausgabe vom April. Wenn es die nicht an Ihrem Kiosk gibt, dann fragen Sie einfach dort nach, dann wird die da einfach bestellt. Oder noch besser, Sie abonnieren einfach das Heft und unterstützen damit Kompakt am besten. Ja, und wir sehen uns dann im Mai wieder. Dankeschön.